In der letzten Folge von The Elder Scrolls. Wir waren auf dem Weg nach Einsamkeit und als wir die direkte Straße nehmen wollten, wurden wir von Rieklinge überfallen und somit konnten wir nicht wirklich über diesen direkten Wege nach Einsamkeit gehen. Somit entschieden wir uns durch das Sumpfgebiet, bis wir den Berg sahen und dann im Vollsprint zur großen Hauptstadt von Himmelsrand zu marschieren. Als wir dort ankamen, konnten wir eine Hinrichtung beobachten, anscheinend ein Verräter der Kaiserlichen, der Ulfric Sturmmantel, weil seiner Flucht aus der Stadt geholfen hat. Wir haben uns noch ein bisschen Arbeit in der Schenke zum zwinkernden Skiver geholt, um dann zum Abschluss uns nochmal an den Alchemietisch zu begeben, um dort schon mal ein bisschen an unseren Level zu schrauben. Doch wie es weitergeht, erfahrt ihr jetzt! Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zur Folge 5 von The Elder Scrolls Skyrim. Ich habe euch ja versprochen, dass wir in der jetzigen Folge erst einmal ein bisschen skillen wollen, da wir durch das bisschen Alchemie jetzt ordentlich an Perk Points zugelegt haben. Gut, wir brauchen Magicka und Gesundheit und ich bin sogar Level 4, da nehmen wir noch ein bisschen Gesundheit und als nächstes wieder Magicka. So. You make a, so erstmal ein Alchemie-Perk verbessern. Warum? Ein ausgerechnet ein Alchemie-Perk liegt hauptsächlich daran, weil wenn die besser sind, sind sie auch teurer. So, denn um an Geld ranzukommen, müssen wir das gut können. Okay, und ich würde sagen, in Heavy Armory Armor machen wir auch gleich noch einen Punkt rein. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall schon mal ein gutes Level erreicht. Als nächstes habe ich euch versprochen, dass wir eine Quest machen. Welche ist jetzt die Frage? Ich glaube, wir machen die Henkers-Quest. Die fand ich gar nicht mal so schlecht durchdacht. Doch um diese machen zu können, glaube ich, brauchen wir erstmal einen Weggefährten. Aber wartet mal, bin ich mir gerade nicht sicher. Hat ein Pferd 1000 oder 5000 Gold gekostet? So wirklich Lust da jetzt hinzulaufen, eigentlich auch nicht. Warte mal, wir müssen mal schnell auf der Karte analysieren. Nein, Ask Aldis, kill the leader auf Grotte zerbrochenen Ruders. Runter um der Ecke und dann kommen wir da. Das ist die, glaube ich, wa? Naja, irgendwas mit killen auf jeden Fall. Ich glaube auch, das war die vom Henker. Und der hat gesagt, wir kriegen einen großen Sack voll Gold. Da bin ich auch gespannt, ob er dabei bleibt. So, nochmal ein Red Mountain Flyer mitgenommen. So. Freunde. Habt ihr in den Ställen etwas zu tun? Kann ich mir bei dir ein Pferd kaufen, ist die Frage. Schwer für die Zukunft arbeiten. Hier. Die Vergangenheit ruhen lassen. Das ist mein Motto. Okay. Genau das ist mein Geschäft. Was bietet ihr mir? Für ein Pferd 1000 Goldstücke bin ich dabei. Hört sich gut an. Es ist das mit dem Sattel. Okay. Wenn ihr unterwegs nach Einsamkeit seid, da. Solltet ihr zwischendurch so. Du bist mein neues Pferd. Ich nenne dich Ronny. Ronny, es geht auf. Genau, du wurdest schön fertig gemacht. Mit deiner Lederrüstung. So, und ich habe ja gesagt, wir gehen jetzt hier unlang so. Und jetzt gibt es hier nämlich so ein richtig geiles Feature bei Convenient Horses. Und das hängt zusammen mit diesem Harvest Overhaul, glaube ich. Oder ist das normal von ihm? Egal. Jedenfalls kann man nebenbei, während man auf dem Pferd sitzt, nämlich looten. Und zwar einfach nur eine Taste, die man festgesetzt hat. Ich habe jetzt das Set genommen. Ich weiß, es ist jetzt nicht die beste Taste, aber die anderen daneben sind so vergeben. Jedenfalls mit diesem Set sammelt er jetzt neben dem Reiten einfach alles ein. Weil ich sag mal, wenn wir jetzt hier reiten, geht auf jeden Fall die Chance verloren, dass wir die ganze Zeit aufsatteln, mitnehmen und alles, was wir so finden. Und somit haben wir auch die Chance, dass wir alles, was so bei uns am Wegesrand nehmen liegt, dass wir das alles aufsammeln, wo wir lang reiten. Und ich sag mal, das ist gar nicht mal so schlecht. Gerade da wir Alchemie machen
finde ich, ist das ein schöner Aspekt, wenn man jetzt nämlich zum Beispiel mal ins Inventar guckt. Ihr seht, 24 lilane, 44 blaue Bergblumen und ist noch ein Weg zu gehen hier dahin, bis dahin. Nightshade 2 und ja, da könnte man auf jeden Fall mit Alchemie sehr, sehr viel erreichen. Obwohl ich sagen muss, ich darf es nicht... auch noch hungrig. Ich darf es auch nicht zu doll übertreiben. Jetzt werden sich vielleicht einige fragen, wieso. Liegt hauptsächlich daran, wenn ich zu viel Alchemie geskillt habe, ist mein Level zu hoch und Banditen und Rauger und derweiliges skillt mit uns mit. Was liegt denn da hinten? Das ist ein Drache. Das ist ein Drache, Leute. Ich habe nicht mal die Drachenquests gemacht. Ist das normal? Normalerweise tauchen doch Drachen erst auf, oder? Wenn man sie, wenn man die Drachenquest gemacht hat. Hilfe. Da dürfen wir nicht weitergehen. Mit unserem Level, der pustet einmal auf uns drauf und dann sind wir tot. Hier kann man den Berg runtergehen, jawohl. Das ist, glaube ich, auch noch ein Blutdrache, das ist zweite Stufe. Oh oh. Hat uns auch noch nicht mitbekommen. Gut. Oh 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 oh. Steinig. Oh, 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 ganz ruhig, Pferdchen, ganz ruhig. Ganz ruhig. Jawohl. So, Ronny. Grotte des zerbrochenen Ruders. Hier liegt nur ein kaputtes Schiff. Gut. So. Wir müssen auch mal anfangen mit Kochen. Ganz wichtig, eine alte Potato will ich nicht haben. Aber den Tier nehme ich schon mal. So, nochmal kurz aufwärmen. Oh. Juhu, viel warm. Der Drache gibt mir irgendwie den Rest. Hab auch nicht so die Ahnung. Gut, das sollte reichen. Wir machen mal schneller den Schnellsave. Falls der jetzt das automatisch nicht speichert, werden wir reingehen. Wir sind Level 5. Das ist natürlich extrem high. Okay. Ja, gibt's viel zu holen. Das ist nicht so schlecht. Ist da jemand? Ja. Ganz ruhig, Maler. Du hast nicht dabei, was ich von dir haben will. Aber ich muss mich nach Essen umsehen. Vielleicht haben die Leute ja ordentliches Essen dabei. Maler. Steel Mace. Perfekt. Denn der macht mehr Schaden. 202 ist dafür langsamer, aber ich bin ja eh ein Freund der Streitkolben. Naja, das ist alles verdorben. Hier, guckt euch das an. Bärenpelze bis zum Umfallen. Oh, und Red Apple. Weg mit dem Teil und gib mir die ganzen Äpfel hier. Geil, Leute. Das ist ja wie ein Eldorado. Oh. Ziegenkäse und noch Bärenpelze, aber damit kann ich so viel Geld machen. Hau drauf, hau den Lukas, genau. Ach, Entschuldigung, ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Oh, Amethyst war mit dabei. Ja, ich fast einen Apfel vergessen. Ganz wichtig. Dieses Essen, da wir nämlich mit Realistic Needs. Oh, so viel Käse. Ist das geil, Freunde. Bei Käse gibt es nämlich immer en masse.
Und wie gesagt, durch Realistic Needs and Diseases brauche ich das einfach. Also. Steel Warpick, okay. Crossbow. Hier unten ist noch was. Sehr gut. Das Gold können wir immer gebrauchen. Eine Karaffe. Nehmen wir mal mit. Ich glaube, die könnten wir gebrauchen. Auch schon mit verdorbenen Essen. Bisschen Wein mitnehmen, falls uns mal kalt wird. Das ist nämlich auch recht geil gemacht. Wenn einem kalt wird, kann man einfach mal ein Schlückchen Wein trinken. Und dann geht es einem auch sofort besser, aber es hat natürlich ein paar Nachwirkungen. So, ich brauche natürlich auch Fackeln. Denn wenn ich Fackeln trage... Gut, hier könnte ich alternativ lang gehen können. Wenn ich Fackeln trage, wärme ich mich nämlich auf. Wenn ich hier auch meine Flamme in der Hand so habe, passiert nichts. Bisschen komisch, ne? Egal. Diese Fackeln brauchen wir für Dark Caves und alles Mögliche. Ganz ruhig, Freundchen. Ja, auf diese lilane Flüssigkeit sollte man unbedingt achten. Warum? Und bam! Was willst du, Junge? Hä, was willst du? Gut, der tritt den normalerweise auf den Kopf bei diesem Killmove, aber egal. Hatten halt den Sack hier treten. So. Ne, das Schild muss ich entzaubern. Ein bisschen entzaubern kann man auch. Fette Sweetroll, eine schöne Truhe. Das war ja eine geile Truhe. Da gab es so viel Kram. Geil. Jetzt brauche ich nur noch von jemandem mal eine geile Rüstung. So, der eine, den hat es ja gerade ja völlig zurecht. Was haben wir hier? Okay. Jeder müsste sich denken können, was das gerade war. Hust. Klo. Da geht's raus. So. Was die hier alles versteckt haben, ich fasse es nicht. So, noch eine hübsche Truhe. Iron Gauntlets. Oh, na toll. Die haben wir jetzt extra geschmiedet. So ein Kack. Oder? Das waren noch die Iron Gauntlets, wa? Ne, Steel Nordic 35. Na gut. Sind noch ein bisschen stärker. So. Ah, das ist hier meistens alles schon verdorbenes Essen, was sich in diesen Fässern befindet. Gut. Du gibst mir das noch. Die Fackeln sind, wie gesagt, nicht. Oh, Ziegenfell. Leute, das ist doch ein Traum. Ist das. Jetzt die Fackel. Lassen wir die Spielchen. Was? Und bam! Gut, hat jetzt eh nicht so viel gebracht. Das leckt halt, was heißt manchmal? Ab und zu mal. Und ich bin ja eh kein großer Freund dieser Killmoves, mal zumindest nicht dieser dynamischen. Aber was will man machen? So, du bist auch ein Schwarzblut-Marodeur. Zack. Wipe your ass off. Da kommt kleiner einer mit Schild. Bam. Und noch ein. Ihr legt euch mit den Schamanen an. Boah, Alter. Huh. Wie gesagt, ich spiele auf einer individuellen... Oh, das ist Captain Hager, das ist sogar der Chef. Ich spiele auf einer individuellen Schwierigkeitsstufe. Und zwar habe ich das mir alles selber gemoddet. Ja, und der Typ stoppt jetzt auch noch. Ich habe mich da jetzt in der Lücke festgesetzt und kack. Nee. Und zwar habe ich gemacht, dass die... Nein! Warte mal, ich habe doch irgendwo, habe ich doch gespeichert, oder? Shit! Okay, Leute,
Ich renne jetzt nochmal schnell durch und wir sehen uns gleich wieder. So, meine Freunde, wir sind wieder hier oben. Und ja, ich werde erstmal noch schnell saven. Schnell speichern, gut. Jetzt geht's los, nochmal der neue Kampf. Stopp. Der erste ist tot. Hat wahrscheinlich keiner mitbekommen. Was war das? Ich hätte etwas gehört. Das war schon alles. Na komm. Ja. Was ist los? Na schade. Ich habe vergessen, meine heilende Haut. Aber jetzt haben wir ja gespeichert und jetzt ist ja alles okay. Bloß, ich will die versuchen, alle da vorne umbringen zu können. Liegt hauptsächlich da dran. Oh, Alter, was war jetzt das? Ja, das liegt jetzt hauptsächlich da dran, weil ich hier alles noch durchsuchen möchte und das Schritt für Schritt. Ich war eigentlich schneller, aber egal. So, Hager. Was ist los, du da? Wow. Bam. Halt, 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 halt. Ah. Das Wasser gehe ich bestimmt nicht. Mammutsteak, auch gut. Okay. Ist die Frage, wo du bist? Kann man wenigstens auch Sachen einschmelzen? Da, meine Fortify Marksman. Du bist auf dem Bogenschütze. This chest was heavily damaged by magic. Gut. Jetzt gibt es genau die Variante, die ich gerne machen möchte. Wir fangen hier einfach mal an und looten alles, was geht. Das Tagebuch nehmen wir einfach mal mit. Vielleicht brauchen wir es. Gut. Okay. Aufstand von Erstburg. Bolt Cream. Hm, Hammer. Hada, wada, du da da. Oh, Honey Nut. Honey Nut. Etra und Tetra. Ja, ja. Oh, hier haben wir noch Truhen. Oh, oh. So, und jetzt wird das mich mal interessieren, wird es, ob ich das beim Schmieden schon so kann. Okay. Hagers Truhe werden wir wahrscheinlich brauchen. Iron Mace habe ich schon. So, Smelter. Weil durch diese Skyrim Redern kann man nämlich schmelzen. Ne? Aber ne, kann ich hier gerade nicht. Müsste ich wahrscheinlich einen Perk-Punkt investieren. Was wahrscheinlich auch ein bisschen schlauer sein würde. Kirims Herz. Smithing verbessert auf 12. Steel Longsword brauche ich nicht. Also mit Schwerter werde ich nicht groß arbeiten. Ich bevorzuge die Spielweise mit der Axt oder den Streitkolben. So, was habt ihr denn? Ah, Essen. Essen nehme ich immer gerne mit. Hier hätte man noch einen verbrennen können. Ja, das sind halt so diese ganzen Sneaky Traps, die vom Spiel ausgelegt wurden. Ja, wo ist jetzt denn seine Truhe? Ja, der Spuggy, der kommt ins Wasser. Ja, genau so. Genau so. Und jetzt bin ich völlig durchnässt. Ziemlich geil, oder? Ziemlich geil. Erstmal dann hier noch. Haben wir. Oh, Silbererz. Lecker. Ne, nicht lecker. Entschuldigt bitte, aber ich brauche ab und zu mal ein Schlückchen, da mein Hals halt ein bisschen trockener ist als sonst.
Was ist los jetzt hier nur? Ah, drei, so was haben wir schon. Sehr gut. Tanny Rack. Stimmt, da habe ich ein bisschen Leder gebraucht, wa? Die kann ich auch selber machen. Brauche ich nur Lederstreifen. Nochmal zwei Leder, können wir einen Lederstreifen machen. So, ich brauche mehrere Lederstreifen. Mach ich einfach mal hier. Und zwei noch davon. So. Brown Fur. Nehme ich lieber den mit dem Ziegenfell, weil das Bärenfell bringt mehr. So, dann haben wir nämlich unseren Dingsbums verbessert. Und jetzt mache ich einfach mal eine neue Stufe. Und diesmal nehmen wir Magicka. Aber diesmal verbessern wir auch Tempering. Ach ne, hier oben ist Meltdown. Ja, komm. Ich sag mal, ein bisschen Schmieden will ich auch nebenbei noch machen. Vor allem dadurch, dass wir schwere Rüstung tragen. Naja. Da denke ich mal nichts beeinflussen. Ja, diese Armor, da brauchen wir noch drei. Hä? Kannte ich die jetzt nicht machen? Wie viel Armor Ingots habe ich denn? Okay. Ne, das war weiter oben. Schlangi. Ich brauche 5 Eisenbahnen, habe aber nur 3. Hier werden sich da wohl noch 2 Eisenbahnen mal finden lassen. Freunde. Aber es sieht nicht so aus. Für Schwert kriege ich 140. Ja, ich nehme es halt mal mit zum Verzocken. Ja. Und den jetzt seine Truhe, Ich sehe nichts davon. Nichts von der Truhe. Vielleicht hier unten über Master. Das sind noch gute Äpfel, hm? Moratabinella nehmen wir mit, Alchemie. Ah, da ist eine Truhe. Aber auch eine richtig dicke. Oh. Wir haben einen neuen Zauber erhalten. Ja, erstmal das Buch und erlernen. Frostbite. Zerstörung. Oh, ist ein Novize-Zauber. A blast of cold that does 9 points of damage per second to health and stamina. Das ist bestimmt hier dieser Eishauch, oder? Oh ja. Ich liebe diese Effekte. Weil, Feuer ist meiner Meinung nach mehr so ziemlich magierlastig. Mit Frost, ja, kann ich mich schon mehr anfreunden, was jetzt so Schaman-Playstyle betrifft. Gut, also wirklich Zeug liegt hier nicht noch rum, ne? Schade. Wird mir wenigstens die Rüstung mal noch basteln hier in der Folge. Gut, egal. Ja, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt so oft gestorben sind, bin ich wohl gezwungen, noch nach Einsamkeit zu gehen. Das war eigentlich eh so das Ziel, eine Mission fertig machen und fertig, ne? Könnte halt bei manchen Vorhaben auch etwas länger dauern. Jetzt werdet ihr euch vielleicht fragen, wieso soll das länger dauern? Naja, das wird höchstwahrscheinlich länger dauern, weil ich jetzt nicht schnell reise. Das heißt, ich renne einfach nur zu bestimmten Gebieten hin, mache da die Quest und gebe sie auch gleich wieder ab. Außer ich kann zwischendurch mal vielleicht noch was mitnehmen auf der Reise, aber wie jetzt, das war ein bisschen schwierig, da noch nebenbei was mit zu unternehmen. Und wir müssen jetzt schließlich noch zurück nach Einsamkeit, sollte eigentlich nicht so lange dauern. Komm her. Achso, ich habe ja jetzt ein Backpack gemacht, ja, und könnte man ja auch mal ausrüsten, ne? Wäre ja nicht so, als wenn ich ihn nicht bräuchte. So, und jetzt ist so ein geiles Feature. Ihr habt es gerade... Oh, jetzt bin ich umsonst weggerannt.
Jetzt habe ich doch meine 6 Eisenerz bestimmt. Egal. Jedenfalls, das Feature ist halt, in diesem Rucksack werden so ein paar Items gemacht. Und zwar Fackel, Axt, Spitzhacke nicht. Der Kochtopf, wenn man den hat, den eigenen. Dann haben wir noch die Wasserflasche, zählt noch dazu. Und das war's dann, glaube ich. Ich weiß weiter jetzt. Weiß nicht, ob es da noch mehr gab. So hätte ich beinahe den Wolfpelz vergessen. Mein Michael. Aber wir müssen jetzt uns sputen, denn der Weg ist lang. Und der Drache ist da. So, den Rückweg werde ich jetzt natürlich auch wieder vorspulen. Denn das ist ja sinnlos. Wir suchen dann halt nur den Henker, dass wir in Einsamkeit wieder... Oh, ein Hawker. Oh, oh, oh. Ich meine, wir suchen denn jetzt halt nur noch den Henker, um halt die Quest abzugeben. Und dann können wir auch schon die Folge zum Glück mal beenden. Aber Leute, ihr fragt euch jetzt sicher, warum sind wir nicht in Einsamkeit? Ja, weil wir hier einen Halt machen und hier die Folge beenden werden. Oh, und zum Glück haben wir ja nochmal reingeguckt. Denn ich habe mich entschlossen, in der nächsten Folge in die Salzwassergrotte zu gehen. Bis dahin, Snake over.